Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie schon im Vorlesebücher-Video zeige ich euch heute die Bilderbücher, Pappbücher, die Bücher, die Vince sich einfach selber ansehen kann, selber entdecken kann. Und wir starten mal mit seinem allerersten Buch, was er zur Geburt geschenkt bekommen hat. Und zwar, wie groß ist mein Laster? Und das habe ich auch zigtausendmal lesen müssen. Und da geht es halt um den gelben Laster und wie groß der im Vergleich zu jeweils irgendwelchen anderen Dingen ist. Und da haben wir auch viel Wörter und Sprechen mit ihm gelernt, weil wir ihm dann die einzelnen Begriffe beigebracht haben und er uns auf den Bildern dann immer zeigen musste, wie die Blumen oder den Hund oder halt den Laster. Das war schon sehr, sehr schön und mit seinen 2,5 Jahren kann ich ihm das immer noch vorlesen. Übrigens werde ich euch alle Bücher unten in der Infobox verlinken, wenn es euch ein Buch gefällt, dass ihr euch das mal genauer anschauen könnt. Das hier ist der fröhliche kleine Zug aus dem Gobo Verlag. Das ist auch sehr, sehr schön. Das habe ich gebraucht mal gekauft und ist auch mit ganz wenig Text. Also ist mal schön so für schnell zwischendurch und es gibt halt viel zu gucken. Dann haben wir verschiedene Wimmelbücher. Einige musste ich auch schon wegschmeißen. Also da war dann, die waren manchmal dann so verklebt, so klebrig, so kaputt, dass ich sie dann einfach durch neue ausgetauscht habe. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel mein großes Wimmel- und Wörterbuch in der Stadt. Da geht es halt um die verschiedenen Werkzeuge, um die verschiedenen Autos, um die verschiedenen Gebäude, die es so in der Stadt gibt. Und das ist sehr, sehr schön aufbereitet. Ist halt auch weniger zum Lesen, sondern um es mit ihm zusammen anzugucken, ihn nach gewissen Dingen zu fragen, ihm gewisse Dinge erklären zu können, erzählen zu können. Dann haben wir 2 Magnetbücher. Das hier war sein erstes. Die habe ich beim Aldi gekauft. Magnetspielbuch Bob der Baumeister. Und dann haben wir noch Tiere im Zoo. Und da gibt es halt so verschiedene Magneten, die man dann an die passende Stelle im Buch setzt. Und das spielt er eigentlich auch ganz, ganz gerne. Das Buch hatte er auch schon relativ zeitig und er findet es immer noch interessant. Streichle mich, dann wiehere ich von Kerstin M. Schuld und Susan Niesen aus dem Oettinger Verlag. Da hat man halt so verschiedene Tiere aus dem Streichelzoo. Und die machen halt alle Geräusche und immer so eine kleine, so zwei Zeiler noch so dazu. Und wie gesagt, das nimmt er sich auch gerne, drückt da drauf und hört sich die verschiedenen Tiergeräusche an. Dieses Pappbuch lag mal relativ lange Zeit bei uns auf der Toilette. Das hat er sich immer bei seinem Toilettengang angesehen. Echte Kerle, ein Buch von Manuela Olten aus dem Beels und Gelberg Verlag. Und das ist halt so ein Pappbuch, auch mit ganz, ganz wenig Text. Und das ist auch sehr, 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 sehr schön gemacht. Das Buch, das hat er sich richtig mal selbst ausgesucht im Buchladen. Dann durfte er sich ein Buch selbst aussuchen. Mein kleines Fühlwörterbuch Bauernhof von Ars Edition. Und da hat man halt auch verschiedene Begriffe und Bilder und ein bisschen was zum Fühlen auch. Genau. Das Buch, das haben wir mal von einer Freundin bekommen. Mein liebstes Wimmelbuch bei den Tieren. Wie gesagt, Wimmelbücher kennt ja jeder einfach so zum Entdecken. Da muss er mir dann so verschiedene Tiere zum Beispiel zeigen. Das ist auch ein Buch, was wir schon ewig lange haben, was man im Buch mittlerweile auch ansieht. Wer fährt denn da? Aus dem Koppenrad Verlag. Und es ist so ein Fühlbuch. Halt hier oben so ein Fühlregisterbuch. Und als wir das neu hatten, habe ich das auch ständig lesen müssen. Hier haben wir noch ein Wimmelbuch. Und zwar auf dem Bauernhof. Das ist halt ein bisschen was Größeres. So sieht das aus. Und das war es dann, glaube ich, auch mit unseren Wimmelbüchern, die ich halt noch habe. Wie gesagt, der Rest ist schon verschwunden. Dann diese Reihe finde ich auch mega, mega toll. Wieso, weshalb, warum? Junior aus dem Ravensburger Verlag. Und da haben wir die Feuerwehr und was essen wir? Und starten wir mal mit dem Feuerwehrbuch. Das ist quasi ein Sachbuch für 2- bis 4-Jährige. Und da gibt es halt immer so Teile, die man dann so aufklappen kann, wo man wieder was entdecken kann. Und das macht ihm halt unglaublich Spaß, diese verschiedenen
Klappen aufzumachen und reinzuschauen. Und er lässt es aber auch sehr, sehr gerne vorlesen. Das ist auch was, was er manchmal abends rausholt, wenn, dass ich ihm vorlesen soll. Aber wie gesagt, auch gerne nimmt er sich das selber und macht dann halt die verschiedenen Klappen auf. Das ist mit so einer Ringbindung, das ist auch ganz praktisch. Die Klappen halten bisher alle, also sind sehr robust. Und das ist halt wirklich, es ist wirklich ein Sachbuch, es ist ein Buch irgendwo auch zum Lernen. Zwei weitere Lernbücher, wenn man das halt Lernen in seinem Alter nennen kann, ist dieses hier. Mein Memo-Buch, Erstes Lernen, von die Sendung mit dem Elefanten aus dem Schwager Steinlein Verlag. Und da geht es halt zum Beispiel um die verschiedenen Farben. Es geht aber auch um Gegensätze und man hat halt integriert noch so ein Memory-Spiel dabei. Und das Buch hier ist auch sehr, sehr toll. Das haben wir uns auch schon ein paar Mal angeguckt. Das ist aus dem Carlsen Verlag. Mein Freund Max, das große Lernspielbuch. Und da geht es halt auch, da geht es um... auf jeden Fall gibt es hier auch solche Klapptürchen. Und es geht um die Uhrzeit und es geht um die Farben und es geht um die Buchstaben. So. Und es geht um Tiere und es geht um Formen und es geht um Zahlen. Und ja, das ist jetzt schon im Winzalter eigentlich eine schöne Sache und wird uns bis zur Vorschule, bis zur Schule wahrscheinlich begleiten. Und dann ein Buch, dafür ist er im Moment noch ein bisschen zu klein, aber Manu freut sich schon sehr drauf, wenn sie es zusammen entdecken können. Und zwar ist das auch von Klett Kinderbuch von Sarah Shepard, Atlas der Abenteuer, Weltkarten für Entdecker und Tagträumer. Manu interessiert sich sehr für diesen Wissensbereich. Und das ist halt für Kinder sehr, sehr schön aufbereitet, um ihnen halt frühzeitig so Themen wie Geografie, Geologie, Biologie, Geschichte einfach beizubringen. Und da freut sich Manu schon sehr drauf, wie gesagt, wenn es alt genug ist und sie das Buch zusammen entdecken können, sich darüber einfach unterhalten können, austauschen können. Ich denke, es wird so vielleicht noch ein bis anderthalb Jahre dauern und dann hoffe ich, dass er sich genauso dafür interessiert wie Manu. Genau, wenn euch ja, die aktuellen Bücher immer interessieren, die wir aktuell dann so neu haben, dann abonniert doch meinen Buchkanal, der ist immer unten in der Infobox verlinkt. Dort stelle ich eigentlich fast alle Bücher, die wir neu für Vince haben, auch mit vor. Seien es jetzt Vorlesebücher oder so Pappbücher, Bücher zum selber entdecken. Dann schaut da mal vorbei, wenn euch das interessiert. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich freue mich auf eure Kommentare, wenn ihr mir schreibt, was das absolute Lieblingsbuch eures Kindes ist. Und wir sehen uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!